Wir müssen das Hauptquartier der Römischen Legion finden. Sobald wir einen Legionär sehen, fragen wir ihn. Idefix. Da, schau, eine Patrouille. Wir halten sie an. Klar. Obelix, warte! Zu spät. Aber es hätte doch genügt, sie anzuhalten. Bitte, sie halten doch. In manchen Fällen muss man liebenswürdig sein, Obelix. Hättet ihr die übergroße Güte, mir zu sagen, wo die Legionskommandantur ist, bitte? In der dritten Straße, links. Vielen Dank. Hast du gesehen, Obelix? Mit Liebenswürdigkeit erreicht man alles. Warte hier auf mich. Kein Durchlass, Gallier. Wenn du dich freiwillig melden willst, stell dich hinten an. Entschuldige bitte, ich wollte nur eine Auskunft. Anstellen, habe ich gesagt. Ich hab's aber eilig. Interessiert mich nicht. Na also. Ich kapiere nicht ganz den Unterschied zwischen seiner Liebenswürdigkeit und meiner. Bitte schön, wo ist hier die Auskunft? Weiß nicht. Fragt bei der Auskunft, die geben euch Auskunft. Hier kommt doch nie jemand her. Jetzt reicht's. Schlag doch gleich die Tür ein. Wenn du meinst. Ist da jemand? Aha, da unten. Ich hätte gerne eine Auskunft. Ich suche einen Legionär namens Tragicomix. Er kam mit den Truppen aus Arimoria. Eine derartige Auskunft können wir dir nicht geben. Wieso? Weil ihn das nichts angeht, den kleinen Gallier. Ja, wirst du mir jetzt sagen, wo Tragicomix ist? Die Personalakte! Schnell! Bitte schön, hier, bitte. Ausgezeichnet. Das ist alles, was ich wollte. Sehr liebenswürdig. Obelix! Obelix! Bin schon da, bin schon da. Mach keine Geschichten, stell dich hinten an wie die anderen. Asterix, der Römer, zu dem du so liebenswürdig warst, ist sehr liebenswürdig zu mir. Darf ich zu ihm auch liebenswürdig sein? Natürlich. Heb doch bitte deinen Kopf ein bisschen, Römer, damit ich so richtig liebenswürdig sein kann. Tragicomix und Falbala sind auf dem Weg nach Afrika. Wir haben nur Aussicht, dorthin zu gelangen, wenn wir uns freiwillig melden. Und zwar schnell. Da steht es. Römisch, lateinisch. Das ist für mich alles griechisch. Kuckuck. Kuckuck. Wie? Ah, da ist ja das junge Volk der Freiwilligen. Herzlich willkommen bei uns. Ich bin der Centurio Brisaradius, euer großer Freund. Es war eine gute Idee, dass ihr zu uns gekommen seid. Wenn ihr euch jetzt die Mühe machen würdet, mir zu folgen. Wir müssen euch noch registrieren, bevor wir uns dann endlich näher kennenlernen werden. What he says? Oh, mach schon, wir haben's eilig. Nenn dem Schreiber deinen Namen, Brite. Paletex, Brite, sage ich. Der Nächste. Buenos dias y muchas gracias. Wie schreibt man das? Schreib einfach Ole, wir wollen nicht den ganzen Tag verlieren. Und zum Schluss zwei Gallier. Ja, Asterix und Obelix, beeil dich, wir haben wenig Zeit. Für eine wirklich gute Paella braucht man viel Schweiß. Ruhe! Es wird nicht mehr gelacht. Ihr seid jetzt in der Armee. Das habe ich doch gerade gesagt. In Reihe und Glied. Galli! Wir beginnen jetzt mit dem Exerzieren. Soll ich liebenswürdig zu ihm sein, Asterix? Nein, noch nicht, Obelix. Ruhe! What he says. Was sagt er? What he says. Was sagt er? Ich glaube, er fragen, was du sagen. Ich sage, Ruhe! What does he say? Ruhe! Ruhe! Ganz ruhig jetzt. Wo war ich stehen geblieben? Was habe ich vorhin gesagt? Ich darf eine Frage stellen. Bitte. Wie viel sollt? Wie viel sollt für Legionär pro Tag? Einen Sesterz. Komme nicht in Frage. Unmöglich. Zwei. Ich sagte ein. Zwei. Ein. Zwei. Ein. Zwei. Ein. Zwei. Und dos tres. Viva, 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 España! Ole! Hey, Römer, ist denn hier nicht bald Schluss? Wir wollen endlich exerzieren. Hm? Was ist denn das? Die Suppe ist fertig. Super. Suppe. Suppe? Ja, oh, das trifft sich gut. Ich hab ein Loch im Magen. Wenn ich es mir überlege, habe ich auch ein Loch im Magen. Ah, Centurio Brisaradius, hast du den neuen auf Vordermann gebracht? Oh,
Was jammert der Decurio denn so? Ja, weißt du, ich glaube, dass er verliebt ist. Suppe, 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 Suppe. Sag mal, Asterix, meinst du, die haben hier Wildschweine? Je besser die Armee, desto schlechter das Essen. Das hält die Krieger bei schlechter Laune. So ein Sauflass. Das ist nichts gut für den Spanier. Ich hätte nicht gedacht, dass die römische Armee so gut ist. Jetzt mal ernsthaft, was soll das sein? Die Legionärsration. Korn, Speck und Käse. Aus Rationalisierungsgründen zusammengekocht. Das gibt's jeden Tag. Oh nein, sonntags gibt's eine doppelte Ration. Ungenießbar, widerlich, ekelhaft. Splendid. Marvelous. Wonderful. Hey, kochst du das Essen? Wieso? Weil es nicht gut ist. Ah, die großen Feinschmecker möchten das Essen vielleicht vorher bestellen. Oh ja, ich würde gern Wildschweine bestellen. Hätten die Herren lieber etwas Ausgefallenes, vielleicht etwas Delikateres? Na also, du hast es genau begriffen. Raus aus meiner Küche, oder ich lasse euch in die Kerker werfen. Du, Asterix, darf ich liebenswürdig zu ihm sein? Ich wollte dich gerade darum bitten, mein lieber Obelix. Entschuldige bitte vielmals. Hör mir gut zu, Römer. Jedes Mal, wenn wir mit dem Essen nicht zufrieden sind, suchen wir dich wieder auf. Lucullus, sind Sie weg? Ja, Chef. Du wirst mir sofort Wildschweine kaufen. Rebhühner, Lachs und Creme fraiche. Oh, ist gut, Chef. Mach aber vorher das Feuer unter meinem Topf aus. Ihr gehört zur 1. Legion, 3. Kohorte, 2. Manipel, 1. Zenturie. Das ist alles zu nennen, sobald ihr euch bei einem höheren Dienstgrad meldet. Hey, du, der Kleine da, Meldung! Asterix, Gaia. Ich bin Obelix, und wer seid ihr? Centurio Briseradius, 1. Legion, 3. In Reihe und Glied! Hurra! So, wir üben das Pilumschleudern. Ihr versucht, das Ziel da hinten zu treffen. Legionär Obelix, du fängst an. Lässt mir doch wenigstens Zeit, die Wildschweine zuzubereiten. Jetzt üben wir mit dem Gladius, dem Schwert. Es sind natürlich nur Übungswaffen aus Holz. Los jetzt! Fertig! Aber wo ist doch aus Holz? Mach schon, Obelix, wir verlieren nur Zeit. Wir haben's eilig. Verteidige dich! Wenn du meinst. Wie spinnen die Römer. Decurio, das geht doch nicht. Die Suppe kriegt einen komischen Geschmack. Legionäre, die Ausbildung ist beendet. Wir brechen morgen früh nach Massilia auf. Dort erwartet uns ein Schiff, das uns nach Afrika bringt. Endlich geht's um meine Sache. Ordnung und ich hoffe, dass der Koch der römischen Armee. In diesem Sinne werdet ihr diese letzte Etappe meistern. Und ihr werdet Zwischenmuts beweisen, dass euer Pflichtgefühl... What he says? Euer Pflichtgefühl! What he says!